Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Amateurfunk- und CB-Funk-YouTuber Jörg Klampke hat ja auch bei unserem Hashtag Amateurfunk-Einsteiger mitgemacht und war tatsächlich einer der ersten, die da ein Video zugemacht haben. Und das war auch ziemlich interessant. Und jetzt hat er sich anscheinend gefragt, ja gut, jetzt wissen alle Newcomer, alle Neulinge, wie man dann vielleicht in den Amateurfunk einsteigt, haben verschiedene Sichtweisen gesehen. Und jetzt stellt sich aber die Frage, worauf möchte man sich spezialisieren im Amateurfunk? Ja, keine Ahnung, Portabelaktionen, keine Ahnung, Diplomen sammeln oder was auch immer man im Amateurfunk genau so ein bisschen spezifischer machen möchte. Und da wäre es natürlich cool, wenn man sehen könnte, was die ganzen anderen Amateurfunk-YouTuber für sich gefunden haben im Amateurfunk, was ihnen besonders Spaß macht oder was sie interessant finden. Und deshalb habe auch ich mich mal gefragt, wobei habe ich Spaß am Funken? Mir macht es zum Beispiel Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Wie zum Beispiel bei wirklich unwirklichen Bedingungen funken zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist ganz schön neblig. Ich will eine SOTA-Aktivierung machen. Und es ist kalt. Wir haben 7 Grad. Ist vielleicht jetzt nicht so kalt, aber ich bin auf Sommertemperaturen gewöhnt. Also kalt. Nichtsdestotrotz probieren wir das jetzt. Und ja, gucken dabei mal, was mir sonst noch so Spaß macht. Genauso neu heute ist das Aufhängen meiner Enfield H12 Antenne komplett alleine. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich hatte immer Hilfe irgendwie, um das festzuhalten, um das zu entwirren und so. Und das habe ich jetzt alles nicht. Boah, Freunde, jetzt. So, nicht besonders schön, aber selten. Wird schon passen. Ja, dann gibt es noch 2 weitere neue Sachen. Einmal will ich für euch, für YouTube hier, mit diesem Diktiergerät, das was vom Funkgerät kommt, aufnehmen, damit ihr das ein bisschen bessere Qualität habt. Gucken wir mal, wie das so funktioniert. Genau, und zu guter Letzt benutzen wir auch noch eine andere App. Sonst benutze ich immer Hammers oder HamRS. Und jetzt probieren wir mal Polo, also Portable Logger von Ham2K, also Ham2K. Und genau. Is this frequency in use? Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie. CQ Soda. This is Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie. CQ Summits on the air. CQ Soda. This is Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie. CQ Summits on the air. CQ Soda. This is Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie. CQ Summits on the air. Echo Alpha 4 Golf United. Yeah, welcome, Spain. Amazing. My first contact to Spain. I give you a report on the next turn. Back to you. Okay, thank you. Echo America 4 Germany United. Señal for you, 57, Roger. Thank you very much. You're 5 and 6. Can you please give me your the signal port for me, please, again? Your call sign was Echo Alpha 4 Golf United. QSL? Correct. Ich genau. Echo Alpha 4 Golf Uniform. Echo Alpha 4 Golf Uniform. Funk 9 for Sie. Danke schön. 5 and 9, 5 and 9, thank you very much, QSL Ed, thank you very much. Spain, amazing. Thank you very much, have a great day, and 73, bye-bye. Okay, thank you, 73, good luck. Thank you very much, QRZ, CQ Soda, CQ Summits on the air from Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie. Sierra, Victor 2, Oscar, X-ray, Sierra.
station with Sierra in the beginning. Come again, please. Sierra Victor 2, Oscar X-ray Sierra. Sierra Victor 2, Oscar X-ray Sierra, QSL. You are 3 by 1 QSB. Thanks for the summit. All the best. 73. Thank you very much for 1 and 3. You are 5 and 5. Ich mache noch 4 Minuten. Wenn ich 30 Minuten hier gesessen habe, reicht's. Dann machen wir noch 2 Meter und dann geht's nach Hause. CQ Soda, this is Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie, CQ Summits on the air. Gut, das reicht dann auf der Kurzwelle, glaube ich. Boah, ist das kalt. Zumindest an den Händen, der Rest ist relativ warm, aber die Hände, Junge, Junge. Ist diese Frequenz in Benutzung? Is this frequency in use? Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie. CQ Soda, this is Delta Oscar 7, Delta Lima Charlie, CQ Summits on the air. Oh, Freunde, kennt ihr das? Wenn ihr so ein Hobby habt und das intensiv betreibt und ihr denkt, das hat schon ziemlich viel, sag ich mal, Auswahlmöglichkeiten, Sachen, die man ausprobieren kann. Ja, keine Ahnung, zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel Modellflug. Da kannst du F-Schlepp machen, Helikopter fliegen, Quadcopter, Kunstflug, Scaleflug, du kannst dich in das Basteln komplett vertiefen. Das ist schon ziemlich groß, man kann schon ziemlich viel machen. Aber da hat man auch irgendwann nach einer gewissen Zeit, hat man alles durch. So von den Sachen, die sich einen interessieren, die man machen möchte. Und ich habe das Gefühl, beim Amateurfunk wird es noch sehr lange dauern, bis ich dieses Gefühl dabei habe. Und das finde ich ziemlich gut. Das heißt, es hat ein Potenzial für ein Hobby, das ich ziemlich lang machen werde und auch immer wieder an was Neuem Spaß finden kann. Ja, Fazit für den heutigen Tag. Lief eigentlich ganz gut. Also ich habe gedacht, es wäre kälter. Weil das erste Mal, dass ich so in der richtigen Kälte länger funken war. Dann unerwartet war der Nebel. Mit dem habe ich irgendwie so gar nicht gerechnet. Aber hey, man arbeitet mit was man eben kriegt und ich würde sagen, der Punkt Neues ausprobieren bei Temperaturen und anderem Wetter als im Sommer zu funken zu gehen, hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Dann haben wir natürlich hier unsere Aufnahme vom Funkgerät. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob es funktioniert hat. Ihr werdet es schon wissen, weil er entweder das über das Mikrofon gehört hat oder eine bessere Aufnahme über das kleine Ding. Die Antenne konnte ich auch alleine aufbauen. Hat funktioniert. Ja, dann war das auch meine allererste SOTA-Aktivierung auf der Kurzwelle. Das hat jetzt so leider nicht geklappt. Wir haben nur 2 Kontakte gemacht. Das hing ja auch ein bisschen mit der Temperatur zusammen, sonst wäre ich dann auch ein bisschen länger draußen geblieben. Ich habe jetzt genau eine halbe Stunde auf der Kurzwelle CQ gerufen und wir hatten 2 QSOs, und zwar einmal nach Spanien und einmal nach Griechenland. Was ja schon mal zeigt, dass das Setup an sich so funktioniert. Vielleicht war ich einfach nur zu einer schlechten Zeit. Dienstags, mittags, vormittags, so zwischen 11 und 12. Da arbeiten wahrscheinlich die meisten Funkamateure oder schlafen noch. da haben wir dann halt eben nur 2 gekriegt und konnten den Summit nicht aktivieren. Aber es hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Und das ist es halt einfach, ne? Immer was, jedes Mal, wenn ich rausgehe und funken gehe, probiere ich irgendwas Neues aus. Manchmal ist es auch nur eine Sache, manchmal ist es auch einfach nur, dass ich an eine andere Stelle fahre, wo ich sonst niemand war. Und dann ist die Challenge für den Tag sozusagen, auf den Summit zu kommen oder in den POTA zu kommen oder mit jemand anderem mal funken und solche Sachen. Und immer wieder was Neues ausprobieren. Und dass das auch einfach in diesem Hobby geht, das finde ich geil und das macht Spaß. Schaut auf jeden Fall beim Jörg vorbei auf seinem YouTube-Kanal und ich verlinke euch auch unten die Playlist, wo die Videos dann von den anderen YouTubern drin sind.
Ich rufe auf jeden Fall nochmal alle anderen YouTuber auf, auch so ein Video zu machen, weil ich glaube, das könnte auch sehr interessant für Neulinge und auch für Leute, die schon lange dabei sind, interessant sein, wenn man dann vielleicht doch nochmal was Neues sieht, was man so noch nicht auf dem Schirm hatte im Amateurfunk. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei allen vorbei, abonniert die alle, schaut euch die Videos an, da ist auf jeden Fall jede Menge cooler Content dabei und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.